Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zum 5. Türchen des Adventskalenders. Hier ist das Päckchen von der Rebecca. Ich bin schon sehr gespannt, was drin ist. Es schaut irgendwas aus Metall schon raus, das hat sie da durchgedrückt durchs Papier. Mal schauen, was das genau ist jetzt. Wenn ich reinkommen würde, wäre es natürlich noch schöner. Cool! Sag mal. Ein Glücksbringer für dich, ein Anhänger. Danke, Rebecca, das ist ja cool. Der ist richtig schön, danke dir. Und Rebecca ist auch gleichzeitig ein ganz gutes Stichwort, denn um die geht es auch in meiner heutigen Rezension. Ich präsentiere euch nämlich heute Rocky Mountain Race von Virginia Fox, Band 8 der Independence-Serie. Eine der beiden Hauptprotagonistinnen des Buches ist Rebecca Mirren, Weltmeisterin im Barrel Racing. Doch nachdem sich ihr Pferd verletzt hat, braucht Rebecca eine Auszeit und zieht wieder zu ihrem Bruder Hank auf die Lone Wolf Ranch in Independence zurück. Hank kennen wir ja schon aus dem vorherigen Band. Auf diesen Hof zieht Rebecca zurück und unversehens trifft sie in Independence auf Adrian, ein Mann mit Augen wie Gletscherseen und Spezialist für Rettungshunde. Und ausgerechnet auch der Mann, der Rebecca vor 6 Jahren das Herz gebrochen hat. Er ist damals einfach spurlos verschwunden. Rebecca fühlt die alte Liebe wieder aufflammen. Aber soll sie dem Kerl wirklich nochmal eine zweite Chance geben, nachdem er ihr ja schon mal das Herz gebrochen hat? Sie ist sehr mit sich am Zweifeln. Und auch Adrian tut sich in der Situation nicht wirklich leicht. Doch dann werden auf Rebecca immer wieder Anschläge verübt. Irgendwer will ihr eindeutig nichts Gutes. Jemand versucht zum Beispiel den Stall in Brand zu setzen. Oder auch ihr Sattelzeug wird angeschnitten. Ziemlich üble Geschichten. Was steckt da dahinter? Das müsst ihr selber lesen, und die Spannung will ich euch an der Stelle nicht nehmen. Und auch ob Rebecca und Adrian am Ende noch zusammenkommen, lest ihr selber. Es war wieder eine richtig schöne Geschichte, der Ausflug nach Independence hat mir wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es ja auch toll, dass man ein bisschen so ins Leben der Nebencharaktere eintauchen konnte in diesem Buch. Und ich bin mir ziemlich sicher, einige von denen werden in den nächsten Bänden ihren großen Auftritt haben. Denn in jedem Buch von Virginia Fox gibt es ja 2 Hauptcharaktere, in diesem Fall eben Rebecca und Adrian. Wir lernen zum Beispiel in diesem Buch auch noch Quinn und Archer kennen, die im nächsten Band ja ihren großen Auftritt haben. Das weiß ich, denn da bin ich gerade auch noch dran am Hören. Von mir gibt es 4 von 5 möglichen Sternen für dieses Buch. Was mir auch richtig gut gefallen hat, war wieder der Klatsch und Tratsch im Diner. Und das auf alles Wetten abgeschlossen werden, das finde ich ja immer so herrlich an dieser Reihe. Es ist immer richtig witzig. Ist ja immer so eine Mischung aus Liebesgeschichte, richtig schönen Landschaftsbeschreibungen und Krimi-Handlung. Diese Mischung finde ich an der Reihe immer richtig gut gemacht. Also wie gesagt, 4 Sterne von mir, eine Empfehlung. In diesem Adventskalender bekommt ihr auch noch die Rezension zum nächsten Buch, Rocky Mountain Lion. Da geht es dann eben um Quinn und Archer. Aber was es mit den beiden Charakteren auf sich hat und was die beiden erleben, das erzähle ich euch im nächsten Video. Also, wir hören uns bald mal wieder und sehen uns jetzt an der Krippe auch gleich. Meier3007.
zu zum fünften Mal an der Weihnachtskrippe und ihr seht, heute ist der Ochse eingezogen. Könnt ihr es besser sehen? Morgen zum Nikolaustürchen habe ich was Besonderes vorbereitet, aber was es sein wird, lasst euch einfach mal überraschen. Also bis morgen, Meier 3007.